Ja, meine lieben Freunde, willkommen auf meinem Channel zu einer neuen Serie, würde ich sagen. Und zwar probieren wir Grounded aus. Ein Spiel, was ich schon lange verfolge und jetzt endlich auch selber spiele. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich habe es mir, also Let's Plays habe ich mir keine angeguckt. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommen wird. Das Einzige, was ich eben vermute anhand der Bilder, ist, dass wir irgendwie schrumpfen und ja, im Reich der Insekten quasi uns zurechtfinden müssen. Fand ich ziemlich geil. Ist also, glaube ich, so das einzige Game, was mir so einfällt, was eben, ja, dieses Genre hergibt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Fortfahren dürfte nichts sein eigentlich. Okay, was lädt der jetzt? Da bin ich aber mal gespannt. Achso, nichts ist hier drin, verstehe. Okay, neues Spiel. So. Was machen wir? Überlebensmodus. Flauschig. Der Garten ist ein gefährlicher Ort, aber die Werte sind etwas niedrig fordernd und es gibt keine Eigenbeschuss. Empfohlen für Erstbesucher im Garten. Na gut, das wäre was für uns vielleicht. Ein paar graue Haare dürften es schon sein. Hunger, Durst, Gesundheit und Ausdauer sind wichtige Aspekte im Überlebenskampf. Oder das Leben ist hart, aber ungerecht. Insekten sind gefährlicher, deine Bedürfnisse schwerer zu stillen und alles geht schneller kaputt. Komm, wir... Ist ja nicht das erste, was wir jetzt hier machen. Ne? Also das erste Überlebensgame. Wir machen mal Mittel. Was ist das hier? Ach, wähle einen Spielmodus. Ach so, jetzt verstehe ich das, oder was? Ah, das kann ich hier gar nicht auswählen. Keine Insekten, mit Insekten. Natürlich, wenn dann mit Insekten. Keine Ahnung, wir gehen einfach mal rein. Mit wem wollen wir denn spielen? Komm, wir nehmen, glaube ich, Pete, oder? Wähle einen verfügbaren Charakter. My name's Peter. My friends call me Pete. Hey, nice to meet you. Ready for adventure. What's the Hey, I'm Pete. Irgendwelche krassen My name's Peter. Actually, I don't recommend thinking. Ready for Komm, adventure. Wir nehmen Pete. So, Garten, Gaming Tree. Nehmen wir den Garten. Zack. Und los geht's, Freunde. Ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird. Wie gesagt, keine Ahnung. Nicht ein Let's Play geguckt. Schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommen wird. Kids, are you ready for a new wild and wacky Puncho fruit flavor? Introducing Apricot. It's a punch to the gut. Okay. Stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hog hot dog before you jet away. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news. Okay. Hat das vielleicht was mit diesen Cornflakes zu tun? Man weiß es nicht. Ich weiß nur, irgendwie sind hier sehr viele Viecher unterwegs. Also, da haben Marienkäfer auf dem Tisch schon viele Spinnen. Um Himmels Willen, wie klein sind wir denn? Scheinbar sehr klein. Und ich bin jetzt in diesem Koffer drin, oder was? Wow.
looks like you really stepped in it this time. Just where in the world are you? Hello? Hello? All right, Pete. Remember your scout training. Step one, get your bearings. Okay. Kann ich denn hier schon was mitnehmen? Wir spielen wohlgemerkt auf hohen Grafikeinstellungen. Kann sein, dass ich das vielleicht nochmal fixen muss, weil es doch nicht ganz... Consulting Detective Weevil, hot on the trail. Okay, was ist das hier? He's got a nose for the truth. Komm her, Junge. Ich war nicht fertig. What's that? Hallo, bleib doch mal stehen. Was ist denn jetzt hin? Okay, da habe ich schon mal auf jeden Fall einen Stein oder sowas gefunden. So, du hast entdeckt, Sprössling. Nach Hause geht. Erkunde deine... Finde die Quelle des Signals. Okay, das scheint da vorne zu sein. Ekliges Wasser trinken. Geil. Das fängt ja schon direkt gut an. Da habe ich, glaube ich, Mist gebaut jetzt. Weil ich ekliges Wasser getrunken habe. Pflanzenfasern, okay. Was ist das denn hier? Leistungsschwankungen. Die Maschinen selbst arbeiten erwartungsgemäß weiter. Okay. Und nu? Offline? Well, logic dictates that there are probably more of these stations around. Maybe if I keep searching, I'll find some clues. Or okay. Someone. Gut, also so richtig. Zieh dich nach weiteren wissenschaftlichen Geräten um. Ja, ist ja die Frage jetzt hier in diesem kleinen Raum. Ein Kieselstein. Ist das denn ein Kieselstein? Ja. Analysieren vielleicht. Kieselspeer. Okay. Okay, also ich kann scheinbar die Sachen analysieren hier. Analysiere Pflanzenfasern. Habe ich doch hier auch, oder? Ne, Sprössling. Pflanzenfasern hier. So, analysieren. So, grobes Seil, Faserverband und Pflanzenbrei, alles klar. Jetzt könnte ich theoretisch wahrscheinlich noch einmal das analysieren. Wie kann ich denn hier was herstellen? Herstellen, hier. Ein grobes Seil, aber das stelle eine Kieselsteinaxt her. Kieselsteinaxt. So. Was brauche ich denn? Kieselstein? Ein grobes Seil brauche ich. Also müsste ich dann erstmal hier dieses grobe Seil herstellen. Pflanzenfasern. Gut, da brauche ich noch ein paar Pflanzenfasern. Das waren nur diese Pflanzenfasern, ne? Ja, einmal Pflanzenfasern, Pflanzenfasern. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall hier herstellen, das Seil herstellen. Und dann können wir uns hoffentlich... Ne, was fehlt jetzt hier? Sprösslinge. Zwei Sprösslinge fehlen. Gut, das kann ich nur kaputt hauen mit der Axt. Ist das ein... Ne, Aufpflanzenfaser. Ich brauche doch nochmal hier so einen Sprössling. Trockenen Grasbrocken. Pflanzenfasern. Wie sahen denn die Sprösslinge aus? Das gibt's doch gar nicht hier. Das läuft doch besser als erwartet tatsächlich. Also ich glaube, wir können die hohen Einstellungen wahrscheinlich lassen. Ich komme gar nicht klar. Wo war denn? Warte mal, hier wird mir doch irgendwas angezeigt. Wird mir hier angezeigt, wo die Sprösslinge sind, die wir brauchen. Geil, da hinten läuft auf jeden Fall schon irgendwas.
So, Sprösslinge. So, dann können wir jetzt endlich hier diese blöde Axt herstellen. Warte mal, ich will mal gucken. Wie kann ich denn... Aha. Kieselsteinaxt. So, oh, das ist aber süß. Also, muss man ja wirklich mal sagen. Nimm einen Pilz auf und iss ihn. Warte mal. Da hinten waren mir zu viele Spinnen, glaube ich schon. Sehr schön. So. Dann hätten wir. Nein. Gut, hier haben wir auf jeden Fall. So, also bisschen hakelig auf jeden Fall. Aktion. Was ist denn Aktion? Also warum ist da auch ein Ausrufezeichen bei Pilz? Nebenwirkung ohne. Du hast etwas Widerwärtiges getrunken, musst dich ausschlafen. Aktion verbrauchen. Hallo? Ich möchte das essen. Also, das funktioniert so schon mal nicht. Warte mal, ich habe die jetzt auf der 6. Kannst du im Inventarsmenü essen, ja. Wie denn? Ich hier auf Aktion und dann Rezepte. Pilz. Ach, warte mal. Vielleicht muss ich das erstmal analysieren. Ich muss nochmal gucken. Hab ein bisschen Angst. Gleich kommt bestimmt eine Spinne und wir sind direkt tot. It's a big spider. Alter. I don't think I'm high enough level to take on such a foe. Ja, komm, wir laufen ganz schnell weg, Kollege. Gibt's eigentlich auch eine Karte? Ach, guck mal, das hier ist, glaube ich, hier diese Forschungsstation. Wegpunkt platzieren. So, haben wir. Da rennen wir. Oh, eine kleine Ameise. A common example of the Formicidae family. Ich find's cool, man kann wirklich überall lang laufen, wollte ich fast sagen. Ach, guck mal, hier ist jetzt diese Forschungsstation. Kann ich das denn jetzt hier irgendwie ablegen? Weil das ist schon ein bisschen nervig hier. Was ist das denn? Mutationsausrüstung A, B, C, alles klar. Stell eine Fackel her. Ja, ich habe hier Grasplatten. Was kann ich denn damit machen? Ja gut, scheinbar muss ich alles erstmal analysieren. Bevor ich da irgendwas noch machen kann. Pilzbrei, alles klar. So, und jetzt machen wir nochmal diese Platten hier. Warte mal, waren das die? Das hier sind die, ne? So, analysieren wir. Was kann man daraus bauen? Ach was, guck mal. Ach du Kerl. Ja, ahnst es nicht. Sehr viel auf jeden Fall. Können wir damit herstellen. Sehr schön. Ist ja die Frage eigentlich, können wir uns auch direkt hier was bauen? Ich weiß gar nicht, müssen wir uns überhaupt was bauen? Ich habe gar keine Ahnung. Eine Werkbank. Da bräuchte ich noch 2 Sprösslinge. Was ja vielleicht gar nicht so verkehrt ist, ne? Pflanzenfasern, das ist doch so ein Sprössling hier. Sprössling. Und noch ein Sprössling. So, jetzt crafte ich uns mal eine Werkbank hier hin. Blaupause platzieren. Was ist denn Blaupause? Ach ja, okay, verstehe. Mit E drehe ich den ganzen Quatsch. So. So, stelle ich doch das einfach mal hier hin. Standort versperrt. Zurück. So.
Bauen. Geil. Werkbank benutzen. Was kann ich denn jetzt hier machen? Aufbrechen. Kieselsteinhammer. Aufbrechen. Ein Brechwerkzeug. Ich soll ja eine Fackel auf jeden Fall herstellen. Grobes Seil. Better than starving, I think. Ha. Weiß jetzt nicht, wie er das von selbst jetzt gegessen hat. Aber gut, sei es drum. Oh. Grasbrocken haben wir jetzt hier gefunden. Jetzt müssen wir mal weiterschauen. Also, wir sollen uns auf jeden Fall noch eine Fackel herstellen. So, hier ist die Fackel. Das heißt, wir brauchen noch zwei Sprösslinge, Saft, wo auch immer wir das herkriegen, und grobes Seil. Grobes Seil hatten wir hier schon mal. Ich weiß nicht, können wir da gleich direkt zwei herstellen? Ja, können wir. Dann haben wir hier die Fackel, Saft, wie gesagt, und Sprösslinge. Wo ich jetzt Saft herkriegen soll? Keine Ahnung. Was ist denn das, was wir hier gefunden hatten? Nur so ein Tropfen, irgendwas hatten wir da gefunden. War das vielleicht Saft? Hm. Müssen wir gucken. Wir brauchen erstmal Sprösslinge. Guck mal, da ist hier doch auf jeden Fall einer. Guck das hier. Das, was ist das? My scout training doesn't have a merit badge for this. Was ist das denn? Saft. Das ist Saft. Okay, verstehe. Ich jucke. Was ist denn das? Das ist doch hier irgendein Dach. Das ist der Baseball, von dem er eben erzählt hat. Alles klar. Guck mal, das hier ist so ein Riesenpilz. Benötigt ein Werkzeug höheren Ranges. Okay. Sprössling. Brauchen noch einen Sprössling, dann können wir uns auf jeden Fall eine Fackel herstellen. War doch so, ne? Ein Sprössling fehlt uns doch noch für die Fackel. Genau, Saft haben wir, das passt. Wir brauchen jetzt noch einen Sprössling. Hier oben haben wir einen. Ups. So, und schon können wir uns die Fackel herstellen. Im Rucksack. So, was haben wir hier? Noch einen Stein. Komm, noch ein paar Pilze einsammeln. Ich denke, dass, wenn die hier so rumfliegen, dann kann man die auch einfach mitnehmen. Finde Wasser. Ja, hab ich doch Wasser. Hier ist doch Wasser. Ekliges Wasser trinken. Sieh dich nach weiteren wissenschaftlichen Gründen. Okay. Da ist auf jeden Fall schon irgendein Vieh. Ich bin dafür, wir bauen uns auf jeden Fall jetzt mal langsam eine Waffe. Weil wer weiß, wie freundlich die Tiere hier tatsächlich sind. Oh. Geil. Wer bist denn du? Moin. Why don't you just stay over there, small red insect? What the fuck? Was ist denn das? Komm, da hauen wir direkt ab. Das kann nicht schneller sein. Jetzt können wir, wie ich hier durchrenne. So, ist mir jetzt egal. Wir bauen uns jetzt hier diesen Speer. Komm her, Junge. Lässt du meinen Buddy hier in Ruhe? Ich glaube, du spinnst. Eine Samtmilbe. Ha, siehst du mal. Erntereste. So, habe ich... Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, jetzt habe ich meinen Buddy hier verschreckt. Tut mir leid. Aber der Speer geht auf jeden Fall gut ab. Ah, ich soll nicht, der wird schon wieder angegriffen. Den müssen wir retten hier. Disturb the mites and they'll bite. Hallo, lass den doch mal in Ruhe. Hier, komm doch her. Leg dich mal mit jemandem an in deiner Größe.
Oh. Was ist jetzt los? Keine Ausdauer mehr oder was? Ich mach die ja alle fertig. Ich glaube, mein Speer. Ne, der hält noch, ne? Das Blaue wird ja wahrscheinlich die Haltbarkeit des Speeres sein. So, stell einen Faserverband her. Scheinbar habe ich mich da ein bisschen. Pflanzenfasern. Saft. Da fehlt uns noch ein bisschen Saft, Freunde. Aber ich habe unsere Buddies auf jeden Fall hier gerettet. Oh, ein Rüsselkäfer. War hier nicht noch irgendwo noch mehr Saft? Was denn, ist das hier Wasser? Schade. Ich weiß nicht, wie ich den Speer eben geworfen habe. Kann ich denn hier... Oh, ne. Ich weiß nicht, wie ich den Speer eben geworfen habe, aber... Was ist denn das? Wasser. Ich brauche Wasser. Wo soll ich denn Wasser hernehmen? Finde Wasser. Was ist das hier für ein Kollege? Auch ein Rüsselkäfer. Ja, moin. Ich brauche auf jeden Fall einen Verband. Und Wasser. Was ist das denn hier? Also da hoch komme ich auf jeden Fall nicht. Komme ich denn irgendwie von unten rein? Auch nicht. Scheinbar. Nee. Das funktioniert scheinbar nicht. Gut, da passe ich nicht mehr durch. Ja, easy. Kann man hier easy drauf springen? So die Frage, also ich komme hier nicht rein, oder? Nee. Vor allem, was ist das denn hier überhaupt? Ice Caps, alles klar. So, ich brauche Saft, damit ich einen Verband herstellen kann. Hier wäre auch Wasser alternativ. Ekliges Wasser trinken, ja, muss ich ja wohl. Da ist Wasser, okay. Und wie komme ich da jetzt hin? Hier hoch? Wow. Da fliegt aber auf jeden Fall irgendwas. Komm, hier ist auch Saft. So. Nice and clean. Okay, verstehe. Alpha-Doidia. Ach, guck mal, hier haben wir noch mehr Saft. Jetzt können wir uns auf jeden Fall. It's getting quite late. I should construct some shelter and get some sleep. So, das habe ich jetzt hergestellt. Jetzt muss ich das natürlich auch irgendwie benutzen. Verbrauchen. Ja. Gut, vielleicht hätte ich doch diesen Max nehmen sollen. Weil der hier geht mir ein bisschen mit seinen Fachbegriffen aus. Ein bisschen auf die Nerven. Baue ein offenes Zelt. Marienkäfer. Ich raste aus. Guck mal, hier vorne. Einfach so ein Marienkäfer. Aber der würde ja auch freundlich sein, nehme ich an. Kann ich den reiten? Läuft. Ich kann hier einfach drauf reiten. Wie geil ist das denn? Wer will sich jetzt noch mit uns anlegen, ha? Marienkäfer. Es macht ja Sinn, sage ich jetzt einfach mal, diese Base, die wir jetzt bauen sollen, vielleicht auch irgendwo zu bauen, wo diese Station war, wo wir die ganzen Sachen analysieren können, um noch mehr Rezepte freizuschalten. Deswegen, ich muss mal gucken, ich hatte das doch irgendwo markiert, aber scheinbar ist die Markierung wieder weggegangen. Was ist das? Baseball. Okay. So. Wegpunkt platzieren. Also das macht ja am meisten Sinn eigentlich. Was ist denn das?
Hier ist wieder mein Mr. Marienkäfer. Moin. So, ich soll ein Zelt bauen. Oh Gott. Was ist los mit dir? Verfolgst du mich? Nee. War nur Zufall, oder? Ich weiß halt leider nicht, was der sagt. Ja, müssen wir einfach mal gucken. So, wir sollen ein Zelt herstellen. Wo finde ich denn das Zelt? Offenes Zelt, das hier, ne? Das Ding sollten wir herstellen, oder? Bau ein offenes Zelt, jawohl. Offenes Zelt. So, müssen wir mal gucken, wo wir das am besten platzieren. Kann ich das auch hier drinnen? Das macht ja eigentlich Sinn. Relativ. Dass wir relativ geschützt sind eigentlich. Nee, das war falsch. So, das haben wir. Und zack. Haben wir das auch. Geil. Dann können wir jetzt eigentlich schon ein Schläfchen machen, ne? Setz deinen Respawn-Punkt auf dein offenes Zelt. Was ist denn mein Respawn-Punkt? Wo habe ich denn meinen Respawn-Punkt? Ah, nee. Warte mal. Werfen, blockieren, wiederverwerten, umstellen, benutzen. Respawn-Punkt setzen. Jawohl. Und dann würde ich sagen, können wir einfach jetzt ein Schläfchen machen. Und haben die erste Nacht oder den ersten Tag erfolgreich im Garten überlebt, Freunde. Es ist 6 Uhr. Und wenn ihr mehr von diesen, ja, von dieser Serie sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann werde ich bestimmt noch das ein oder andere Video bringen. Aber das ist jetzt erstmal nur so ein bisschen, um reinzukommen. Schaut es euch gerne an. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like, wenn es euch gefallen hat. Dann werde ich noch mehr Videos machen. Wenn da jetzt nicht so viele Likes kommen, dann werde ich wahrscheinlich ein anderes Spiel spielen. Also 10 Likes, sage ich jetzt einfach mal, ist nicht viel bei über 400 Abonnenten. Also 10 Likes und es kommt nochmal ein Video von dem Spiel hier oder ich werde es halt als Serie weiterspielen. Ihr habt es in der Hand, Freunde. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, bis dann.